Willkommen auf einem neuen Werbevideo von mir. Wie ihr seht, machen wir heute gar keine Werbung für HK Sports. Nein, ich habe eine neue Location gefunden für mich. Wir sind heute in Schwentinenthal im Cleverfit. Und zwar die liebe Vanessa und der liebe Dennis, die leiten den Laden, denen gehört der Laden. Ich freue mich riesig und ich freue mich riesig, dass wir heute ein Q&A zusammen machen. Die Leute haben viele Fragen gestellt. Wir haben auch schon ein kleines Fotoshooting hier gemacht, vorhin für die Klamotten. Deswegen nicht wundern, dass wir alle Männer Klamotten tragen. Und deswegen wird der Arbeitstag optimal ausgenutzt. So, pass auf Vanessa, ich gebe dir mal ein paar Fragen rüber. Wir starten direkt mal durch und brauchen wir gar nicht lange vorsammeln. So, such dir irgendwas raus, wo du denkst, das ist sinnvoll. Und wenn der Block fertig ist, dann einfach weiterblättern. Ich bin gespannt! Yeah! Ja, oder warte mal, zuvor vielleicht noch was zu euren Personen. Wäre ja mal ganz interessant, das war ein bisschen kurz vorgestellt. Dennis, erzähl doch mal kurz was über dich vielleicht. Ja, ich bin Dennis, bin 34 Jahre alt, habe mit meiner Frau jetzt seit dem 1.7. das Studio komplett übernommen. Vor Ort bin ich jetzt schon seit 2 Jahren, vorher in der Studioleitung, ganz genau. Und ja, wir wollen Bodybuilding wieder nach Norddeutschland bringen. Da hilft uns Heiko und den Weg, den werden wir weitergehen. Ja. Ja, ich bin Vanessa, ich bin 38 Jahre alt, bin hier im Studio seit 1,5 Jahren, war vorher in der Pflege und ja. Du warst in der Pflege? Ich bin pflegebedürftig, ich glaub, ja. Ich glaube, die Pflege ist ja immer. Ja, danke, genau. Genau, und ja, wir haben zusammen eigentlich die Liebe zum Bodybuilding gefunden, wollen es durchziehen und. Beide hochmotiviert? Ja, voll so mega, dass Heiko hier ist. Habe ich schon mitbekommen, der Dennis ist absolut mit Herzblut dabei, die Vanessa auch. Spekuliert sogar nochmal mit dem Gedanken, sich vorzubereiten, wenn der ganze Corona-Witz vorbei ist. Und den Dennis, da werden wir sicherlich auch noch das eine oder andere Kilo Fleisch aufpacken. Auf alle Fälle, wie gesagt, er steckt richtig, er liebt den Sport und deswegen ermöglicht er mir auch die Sachen. So, okay, let's go. Erste Frage. Würde jetzt zum Beispiel zu mir passen, also als Dauernachtdienststoffkonsum oder lieber dann die Finger davon? Als was? Dauernachtdienst. Ach so. Wenn er eine Nachtschicht hat. Schichtbulle, genau, alles klar. Wenn er eine Nachtschicht hat, Stoffkonsum oder lieber dann die Finger komplett weg. Ja, es richtet sich ja nicht nach der Tageszeit mit dem Stoff. Also, wenn es dunkel ist, nehme ich nur die halbe Dosis. Nee, du kannst denn. Richtest deinen Rhythmus darauf ein, auf dein Nachtleben und dann danach ballerst du oder ballerst nicht, je nachdem wie du möchtest. Was würdest du dazu sagen? Ja, das ist mit dem Fressen genau das Gleiche. Also ich habe einen besten Freund, den Fabio, der ist auch im Schichtdienst. Und du hast einen besten Freund? Ja. Ja, du bist übereifersüchtig. Ja, wir schreiben beste Affäre. Schreiben uns sogar abends. Nein, aber der hat auch Schichtdienst, der muss sich das ja auch so einteilen, wie das für ihn passt und so ist es mit dem Stoff dann ja. Geht, glaube ich, ganz vielen Leuten so. Klar, das macht ja keinen Sinn sonst. Okay. Ja, vielleicht für einige interessant, wie macht man am besten Diät? Indem man weniger isst, Kalorienreduktion, saubere Lebensmittel kaufen, also das heißt den Apfel nicht abwaschen damit gemeint, sondern fettfrei, zuckerfrei, wie gesagt, diätische Lebensmittel, denn den Kalorienüberschuss reduzieren, also durch Kalorienreduktion, so funktioniert eine Diät. Ne? Am besten das als Anfänger protokollieren, damit man so ungefähr weiß, was mir funktioniert oder nicht, oder meinen letzten Coach drüber gucken, so würde ich es handhaben. Vielleicht mal, du hast da auch schon mal eine Diät gemacht? Ja. Kannst du auch was dazu sagen? Also ich habe mehr gegessen damals. Und damals mehr gegessen als off-season? Genau, also mehrere einzelne Mahlzeiten. Ach so, ja. Also 4 bis 5 Mal am Tag und dann... Die Regelmäßigkeit macht genau, in dem Fall. Genau, Stoffwechsel muss angeregt werden und... Ja, wie gesagt, also... Und mehr, ist ja sowieso die Tendenz, daraus so eine Kernphysik zu machen, Kaloriendefizit und feuerfrei. Um das mal abzukürzen, genau. Ja. Okay. Warum trinken Bodybuilder immer Coca-Cola Light oder Sirup? Weil es eins der wenigen Lebensmittel mit Geschmack ist, die nicht schädlich sind für den Körper. Jetzt kommen natürlich die ganzen schlauen Leute wieder mit Magenkrebs und das ist nicht gut und das.
der Süßstoff da drin und das ist alles Rotze. Ich sauf mein Leben lang Cola Light oder Zero und bei mir ist alles fresh. Ich habe das auch in der Diät gemacht. Gut, am Ende nehme ich so der Salze wegen Maus, aber das war es eigentlich auch schon gewesen. Ansonsten, also in meinem Fall ist es so, weil es tasty ist, you know what I mean? Ja, ich trinke es auch literweise. Also dafür kann man ja sonst auch ein bisschen Kurkuma nehmen. Soll ja gegen Krebs helfen. Ist es sinnvoll, Boxen mit ins Bodybuilding-Training einzubauen? Habe ich zum Beispiel ab und zu mal gemacht, weil ich es einfach geil fand. Die Bewegung, die Motorik, dann vor allen Dingen auch fürs Herz-Kreislauf-System. Jetzt nicht permanent, aber ab und zu mal so ein paar Schläge nach Zeit gegen Boxer. Da werdet ihr mal merken, wo eure Fitness hängt, nämlich am Arsch eigentlich. Und unter Belastung ist ja noch was anderes, wie einfach so steril auf dem Cardio-Gerät sitzen, sondern dadurch hast du natürlich einen enormen Energieverbrauch auch, durch die Schläge, die man austeilt und durch die Permanentbewegung im Oberkörper. Das geht schon ganz schön auf die Kondition. Also klar, warum nicht mit reinnehmen? Ich würde es dann jetzt nicht professionell versuchen zu fokussieren, wenn man jetzt ein Bühnenbodybuilder ist, weil da wieder das Verletzungsrisiko durch die blitzartige Reaktion und so, dass man einen Bizeppreis oder so, gab es ja schon sehr, sehr oft solche Sachen, dass durch eine schnelle Reaktion der Bizep einfach abgerissen ist. Ich kenne verschiedene Leute, wo der Hund oder das Pferd mal mit dem Kopf geschüttelt hat und bupp, und gleich gerissen. Und so ist es ja beim Boxen, wenn du ins Leere schlägst zum Beispiel, ist es ja ähnlich. Also alles mit Bedacht, aber warum nicht? Ist meine Meinung. Safe auf jeden Fall. Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, also du bist mega im Arsch. Mega am Arsch. Ja. Und das, was mir allerdings auch aufgefallen ist, ist, dass es ordentlich auch die Beine natürlich mitnimmt. Ne? Ja. Also man muss das dann schon dosiert machen. Und bei Wettkampf-Bodybuildern ist es meistens so, das Training ist so extrem hart, dass du gar nicht mehr die Energie hast, in der zweiten Einheit am Tag das umzusetzen oder zu praktizieren. Also du hast ja gestern gesehen beim Beintraining, jetzt stell dir mal vor, du hättest abends noch eine Stunde boxen müssen und dann ist man komplett, da würdest du so sagen, oh, okay, gucke ich mir lieber im Fernsehen an. Ja, ja. Ich sitze übrigens seit gestern Nachmittag hier so. Da wäre nichts mehr gegangen. Wir haben ein bisschen Spaß gemacht. Aber schon. Ja. Ist Fleisch durch Magerquark in großen Mengen ersetzbar, solange die Verdauung mitmacht? Na, im Endeffekt, Protein kann man mit Protein aufwägen, auch wenn es verschiedene biologische Wertigkeiten hat. Das eine ist ein Milchprodukt, das andere ist ein Naturprodukt. Magerquark ist eine relativ günstige Eiweißquelle, aber eine sehr, sehr gute. Ne? Also ich würde mal unterschätzt von vielen Bodybuildern. Ich habe sie leider immer noch nicht so in großen Mengen vertragen, also im Kilobereich jetzt, wegen meiner Laktoseintoleranz, wegen meiner leichten, alle Milchprodukte eigentlich. Deswegen habe ich das wieder mit Fleisch kompensiert. Aber warum nicht? Man soll ja die verschiedenen Proteinsorten eh mal austauschen gegeneinander. Wenn ich einen Eiweißshake getrunken habe, weil ich wollte es ja immer perfekt machen, zu jeder Mahlzeit einen kleinen Eiweißshake, damit ich einfach proteintechnisch extrem versorgt bin. Aber dann habe ich gemerkt, boah, Alter, ich kann dann stundenlang nichts essen, dann habe ich die Shakes weggelassen und dann war das besser. Und da ist mir dann aufgefallen halt oder klar geworden, dass ich eine leichte Laktoseintoleranz habe. Damals war das noch nicht so mit den laktosefreien Geschichten so. Obwohl heutzutage, muss ich ehrlich sagen, obwohl da laktosefrei draufsteht, habe ich immer noch dieses volle Gefühl danach. Keine Ahnung, also Leber auch noch. Ja. Ne? Weiß nicht, das traue ich mich gar nicht, die Frage zu stellen, aber warum gibt es heutzutage keine richtigen Bodybuilder mehr in Deutschland? Ja, die Frage stellt er mir in jedem zweiten Video. Das ist unser Ehrenmitglied. Okay. Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also weiterblättern. Ja, okay. Warum kümmert er sich denn nicht dann darum? Stellt eine kaputte Schilddrüse ein wirkliches Problem dar, wenn ich vorhabe, mit Stoff anzufangen? Wenn ich vorhabe, mit Stoff anzufangen? Ich sage ja, weil ich würde das, wie gesagt, vorher mit meinem Arzt abklären bzw. die Schilddrüse einstellen lassen, weil du nie genau arbeiten kannst, gerade in der Diät, wenn du eine Über- oder Unterfunktion hast, wie funktioniert die Diät, die dir dein Coach aufgibt oder der Ernährungsplan. Also das würde ich vorher mit dem Arzt abklären, dass die eingestellt ist, dass die Werte funktionieren, weil sonst stellt das tatsächlich ein Problem dar. Definitiv bin ich der Meinung. Dr. Mabuse noch was dazu? Nee, genau der eben nicht. Da habe ich überhaupt gar keine Aktien drin. Also Schilddrüse,
Nahrungsmittelaufnahme etc. pp. Kaputte, also das würde ich einfach vom Stoff gar nicht abhängig machen. Kaputte Schilddrüse an sich ist ja schon ziemlich gefährlich. Eben. Und wenn du dann noch mit anabolen Steroiden rumhantierst, wirkt sich das sicherlich nicht positiv oder gibt keine positiven Auswirkungen auf den Effekt der kaputten Schilddrüse, sag ich mal. Finde aber nicht die richtigen Worte, wenn ich auf den Sonntag habe. Aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, mach so, wie ich gesagt habe, lass die einstellen. Wenn sie eingestellt ist, dann kann man da auch relativ vernünftig und bedenkenlos mitarbeiten. Aber Wild West ballern jetzt einfach. Deswegen alle meine Athleten, die mal mit irgendwas arbeiten möchten, müssen mir vorher sowieso ein Blutbild und mit den entsprechenden Ergebnissen auch unter anderem der Schilddrüse vorlegen, damit ich danach arbeiten kann. Und jetzt mal zu dir, was war deine Lieblingspose? Die hier. Ja. Nee, ja, Brust Maskular und Doppelbizeps vielleicht noch. Teil war brutal. Fand, also die sah bei mir immer so ganz formschlüssig aus, fand ich. Und die hat mir auch Spaß gemacht, die hat mir auch gelegen. Das Feedback der Leute kam darauf auch immer. Also ja, ich würde sagen, die beiden sogar. Also Doppelbizeps von vorn und Brust Maskular. Wie effektiv und wie wichtig siehst du Fronthäben? Fronthäben gehört eigentlich in jedes Schultertraining mit rein, jedes Vernünftige, bin ich der Meinung. Auch ziemlich schwer, wenn es geht, in verschiedenen Variationen, wenn es geht. Also man kann Fronthäben ja versuchen, den Vorderen Delta zu isolieren. Man kann durch eine bestimmte Haltung der Hantel weiter weg oder weiter vorn vom Körper den Trapez noch mehr einbeziehen in die Übung. Aber generell für eine komplette Schulter, und ich fand, ich hatte nicht die schlechteste vordere Schulter gehabt, ist Fronthäben sehr wichtig. Habe ich mir übrigens bei Kevin Lebroni abgeguckt und da wusste ich, okay, alles klar, her mit der Scheiße und eine Million Sätze von dem Zeug und dann passt das schon. Was sagt ihr, erste bis dritte, also Platz 1 bis 3 Platzierung bei Miss Olympia? Gebe ich dir mal ein bisschen anfangen. Ja, wenn Phil schon startet, wird er es wohl machen, wenn er es nicht komplett verkackt. Wenn er seinen Bauch einigermaßen unter Kontrolle hat. Ja, Rami wird immer in den Pott geworfen, muss man halt gucken, aber wirklich mal verhaftet. Nee, Rami ist auch da, der hat doch eine Sondereinladung bekommen. Ja, aber war da nicht was mit Corona gewesen bei ihm? Ja, aber ist das nicht danach wieder Sondereinladung? Okay, dann weiß ich das nicht. Dann kriege ich das jetzt zusammen. Dann kriege ich das jetzt. Also war meine Info, liegt da falsch? Ja. Hallo Kameramann, liegen falsch? Rami dabei oder nicht? Ich glaube, er ist dabei, aber da war was mit Corona, ist aber wenn inzwischen. Er dabei ist, er ist dabei, weil er konnte wegen Corona bei dem genau, bei Wettkampf nicht starten. Genau, da war ein in Spanien war das, glaube ich. Genau. Da seht ihr mal, was ich für eine Pfeife bin, Alter. Ich will gar nichts weiß. Und da hat er jetzt die Special-Einladung, hat er jetzt. Alle Hater haben recht, Kalber weiß gar nichts, Alter. Nichts weiß der. Ja, dann Rami muss man auf dem Zettel haben, denke ich mal. Dann die Frage, ob William Bonner kommt. William Bonner ist halt das Problem, der Rahmen ist halt voll, der wird ja immer in der gleichen Form wiederkommen, aber mit der ist er halt auch geil. Dexter Jackson wird wieder in Form kommen. Das ist schwer dieses Jahr. Dexter, also mein, gut. Deine Meinung? Also Dexter nicht mehr, Top 3. William Bonner auch nicht, aus dem Grund, weil wenn du mal beobachtet hast, irgendwas stimmt mit seinem linken Bein nicht. In den letzten zwei Jahren, das wird dünner, das atrophiert irgendwie, der äußere Kopf, also es wird sichtlich dünner. Irgendwas, entweder hat er sich verletzt oder irgendwas ist da auf alle Fälle. Bei Big Ramy bin ich total gespannt, weil der bringt sich ja, ich war ja nie so ein Big Ramy-Fan, aber wäre ich immer mehr, weil der sich immer mehr in Form bringt. Der formt die Masse jetzt und bringt die Härte langsam rein und das wird echt spannend. Und von der Silhouette her, muss den erstmal einer knacken, ja. Weil der hat ja für seine Ausmaße relativ schmale Taille oder und riesen aus, die Beine, gut, da brauchen wir nicht drüber reden, die sind abartig, die Dinger. Und obenrum wird das auch langsam harmonischer alles, bin ich der Meinung. Also Rami, Top 3, Phil Heath, wie du gesagt hast, er wird nicht außer Form kommen und er wird auch seine Mitte unter Kontrolle haben, weil ich glaube, die Zeit der Pause ist ihm ganz gut bekommen jetzt, gerade was auch die OP, den Nabelbruch angeht und so, dass er da vielleicht nochmal was machen konnte, weil das war einfach zu kurze Zeit gewesen damals. Also wenn er, wie gesagt, die Mitte unter Kontrolle hat, der ist schon, ich hab,
Bilder gesehen, Off-Season, also der Ärmel, gruselig, also wirklich gruselig. Hadi Chopan, wenn er sich verbessert, dann ja. Also da haben wir ja schon mal drei. Ist ja so wie Fusion. Also ich denke mal, Brandon Curry wird es nicht machen können. Aber den strafen sie ja jetzt auch nicht ab, dass er irgendwo nach der 5-6-7 macht. Nein, das ist nicht. Aber gut, ich bin Brent Curry-Fan, davon abgesehen. Aber ich weiß nicht, ob er eine Army schlagen kann. Ja. Ich weiß, ein Phil Heath schlägt da glaube ich auch nicht, wenn Phil in Form kommt. Und. Curly? Bitte? Winkler? Ja, bei Rolli ist halt das Problem, der sieht 2-3 Wochen vorher spektakulär aus, aber wenn er dann richtig hart werden muss, dann läuft er ein, dann ist dieser, wenn du mal gut hast, diese Monstermasse, die man von ihm kennt, die ist ja nicht mehr da. Man denkt nur noch, die ist da. Wenn er raufkommt, Rolli verbindet man mit Masse, ist klar. Aber wenn du mal hinguckst, wenn er richtig hart ist, läuft er zu sehr ein, dann ist dieser Wow-Effekt, der ist nicht mehr da. Obwohl er, wie gesagt, brutal aussieht, aber wenn er seine Mitte gut präsentiert, sieht er top aus, aber meistens drückt er sie breit, unbewusst. Und dann macht das sein ganzes Bild, seine ganze Silhouette kaputt. Okay, meine Meinung zu den Top 3, ich glaube, das war auch sehr ausführlich alles. Jetzt wisst ihr immer noch nicht, wer in den Top 3 mit mir sind. Okay. Sollte man seine Adduktoren separat trainieren? Was heißt separat? Ich würde sie, ich persönlich, würde sie ins Quadrizeptraining mit reinnehmen, weil die gehören eigentlich zur Gruppe der Quadrizeps vorne mit, die Adduktoren. Man kann sie aber auch zum Beinbeugertag mit reinnehmen. Ich habe das variiert, also das müsst ihr ausprobieren. Wenn ihr merkt, beim Quadrizeps-Tag ist der Saft komplett raus, dann würde ich sie da nicht mehr irgendwie so alibi-mäßig reinnehmen. Ich würde sie dann auf den Beinbeugertag verlegen, aber jetzt eine extra Einheit oder einen extra Tag oder woanders mit dran nehmen, halte ich für wenig sinnvoll. Kann man im Fitnessbereich oder im Freizeitbereich sicherlich so praktizieren, aber als Wettkämpfer wüsste ich jetzt nicht, wo ich sie anhängen soll. Ne? Wie siehst du das? Ich habe es auch im Quadrizeps-Training vorher Adduktion. Ich dachte, du hast sie gar nicht drin.